We Happy Few heißt dieses Spiel und wir wenigen Lachbacken sind der Fritz und der Michi. Wir spielen mit euch zusammen die Early Access Version. Wir spielen es auf dem PC. Ja, was gibt's noch dazu zu wissen? Machen das, wir später. Das ist mit Drogen. hier lassen wir mal alles an, mal. Ja. Genau. Und das gibt es bis jetzt auch nur auf Englisch. Spielt er auch in Englisch. Und man sieht schon hier, worum es gehen wird. Happy is the country with no past. Glücklich ist das Land ohne Vergangenheit. Bauer wins Garden Prize. Okay. Oh, heavens no. Das ist der Erdogan-Simulator, oder was? Klingt, der macht ja einfach lieber alle Zeitungen zu. Ach komplett. So. Ja, ist alles einfacher. Oh Gott. Hm? When life annoys, top up your joy. I should just take my joy, shouldn't I? So, jetzt kannst du ja aussuchen. Wir haben im Stream haben wir das Hole to Remember gemacht. Ich habe noch nie ausprobiert Take Joy. Ich mache jetzt einfach mal Take Joy. Just for shits and giggles. Right. Happiness is a choice. Oh. Alles wieder okay. Snug as a bug on a drug. Ach, das würde passieren. Das ist ja geil. Ja, ne? Tschüss. Ja. Die haben auch gesagt, es ist die Early Access Version. Da ist immer nicht so viel drin. Ich glaube, wir probieren das einfach nochmal und machen jetzt mal die richtige / falsche Entscheidung. Das ist ja cool. Das finde ich eh ganz geil. Das ist ja bei Far Cry 4 auch so, ne? Mit dem, wenn du sitzen bleibst. Ah, aber es geht gleich wieder richtig. Man muss nicht extra nochmal drücken. Das ist ja nett. Geht gleich wieder los. Ja, weil wer will schon in Spielen irgendwas drücken? Ja, furchtbar. Also er winkt jetzt hier alle harmlosen Sachen irgendwie durch und alles, was so ein bisschen gefährlich wirkt, wird gleich ausgeschwärzt. Ja, alles, was irgendwie so ein bisschen auf die Vergangenheit so richtig hindeutet und ja, was halt auch, es muss nicht unbedingt sein, dass es gefährlich ist, sondern kann auch einfach nur eine Geschichte darüber sein, dass es irgendwann mal schlechtere Zeiten gab oder sowas. Das, was einem Sorgen machen kann. Weil wer will denn sowas schon wissen? Das Geile ist auch, dass die Taste unten Restore heißt. Also wiederherstellen der, das Gleichgewicht, der Ordnung, der Harmonie. When life annoys, top up your joy. I should just take my joy, shouldn't I? Jetzt remember ich mal. Fuck it. Oh, schlecht. What have you been up to? No one's seen you for hours. Oh, nose to the grindstone, you know. Then why haven't I heard a single whoosh through the door since 10 o'clock? Did you forget we're having Deirdre's birthday party? Oh. We've got a pinata. Right. Brilliant. Of course.
Have you forgotten your joy? Of course not. Snug as a mug on a drug. Well, come on then, finish up. Just have a few more pages. I know you're very busy. Then don't take too long to finish. Aha! The power cell's empty. Well, what will you do? I'll get a new one. Aufstehen. Ist das, was sie da aufhat, ist das eine Maske oder ist das Gesichtsbemalung? Do you know, I used real butter. Das ist, glaube ich, Bemalung. Und so, das ist ja nicht mitbewegen, wenn sie den Mund bewegt. Was sei denn, das ist digital wie bei Deadpool oder Lantern. Danke. Danke dafür. Wo kann ich den Stecker ziehen für deine Lebenserhaltungssysteme? Nimm halt deinen Joy, dann vergisst du wieder, dass du mal Green Lantern gucken musstest. Department of Archives, Recycling and Printing. Aha. Naja, aufheben. Halt hier diese Arbeitsstelle, ne? Gott sei Dank, du kannst weiterarbeiten. Das akzeptiere ich doch jetzt mal. Das wäre eigentlich auch geil, oder? Wenn Good Christ, Arthur. You think you've never done this before in your life? How does she know? Well, I expect you in the conference room presently. Don't dawdle. You don't want to miss the pinata. Okay. Und das am Tag auch hätte mit Batterie am Computer. Was supposed to be coming back today? I made her a welcome back card. Prudence ist nicht da. So, was gibt's hier? General Bing, Clarence. Du kannst jetzt hier noch eine ganze Weile diese Unterlagen weitermachen. Ach so, muss man immer, aber nicht unbedingt. Mehr. Naja, nee, irgendwann sind sie leer. Also so nach drei, wir vier jetzt mal alles durch. Dingern sind sie leer. Ich weiß noch nicht, also ich glaube, das macht auch überhaupt keinen Unterschied, ob du die durchwinkst oder zumindest im aktuellen Status des Spiels. Ja, weil ich zerstöre jetzt hier dieses Drogi-totalitäre Regime, one newspaper article at a time. Drug Trials, auch das muss die Öffentlichkeit lesen. Free Press. Ja, guck. Bist du schon fertig mit der Arbeit für heute? Ja, geil, das ist hier so ein Rohrpostsystem. Draußen sind wir dann gleich in Rapture. Anderes angucken? Was gibt's? Aber diese Marke in 60er-Jahre-Stil, ist alles echt cool. Sehr gut, dann gehen wir halt raus. Go Britannia. Do you think the canister wonders what life's like outside the tube? Of course he'd have to break the tube to get out. Wann spielt Bioshock? Break it for everybody. So Happy New Year 1961 oder 62 ist doch die in der Bar, weißt du noch? Diese dieses Jahresschild da irgendwie, was dann zerbrochen ist. Guck mir mal ins Internetwork rein. Geht nicht. Kann ich hier aufmachen? Bild. Clive Birthwhistle. Clive Birthwhistle. You're off at the party, aren't you? Ja, irgendwie Business-Kram und er soll seine Drogen nehmen. Also alles wie immer. Ja. Total normal. Ach, das ist auch hier schon diese Maske auf dem Wellington Wells in Posterum cum Gaudio. Diese Maske haben die ja, haben quasi die anständigen Bürger haben alle so eine Maske drauf gemalt. Mit Gaudio kenne ich mich aus. Arthur, was? Ja, so die sind sich auch nicht so ganz der mag mich ganz wohl dicke nicht. Hotel, ja. Oh Gott. That little shit. He wants my view. Der Kollege hat ihn angeschwärzt, dass er ein sogenannter Downer ist. Also nehme ich mal an, die ja keine Drogen nehmen, oder? Das sind die Downer. Das kann man irgendwie zoomen? Na, ich glaube nicht. Ding manipulieren. Denke ich dem auch lauter Shit durch. How about a nice hot cup of shut the fuck up? Das ist doch
dieses Motiv. Return from Germany. Ah. Schau mal, der ist von 1946, der Artikel. Da müssen die jetzt noch so weit zurückreichend die Sachen ändern oder eben nicht ändern. Bin mal gespannt, ob der jetzt fett Ärger kriegt. Meinst du, das haben sie berücksichtigt? Glaub nicht, dass das irgendwie eine Auswirkung hat, weil das, also garantiert nicht in der Early Access Version. Glaub auch später nicht, weil das, dieser Prolog hat jetzt eigentlich nicht viel mit dem eigentlichen Spiel später zu tun. Spiel später ist ja zufällig erstellt das. Und das ist ja jetzt hier ein ganz geradliniges Ding. Verlinkten Under Reopens. Der Typ da oben, der sieht auf den ersten Blick aus wie der Typ hier, hieß der denn? War eine Zeit lang war der immer sehr beliebt, als wir hatten diesen Film mit der Sarah Jessica, mit der Buffy-Darstellerin. Sarah Michelle Gellar. Sarah Michelle Freddie Prinze Jr. Nee, anders. Ryan Philippi. Ja, genau. Der ist es. Den haben wir jetzt angeschwärzt. Ist ja cool. Das ist von den gleichen Entwicklern, die auch Contrast gemacht haben. Genau. Also die sind so ein bisschen auf diesem ganzen alternative. Whatever happened to you, Prudence? Oh. I'm back. Weil ich alles hier verrottet, ne? Die ganzen, das ganze Essen und so. Ja, Prudence. Kommt wohl nicht mehr zurück. Prudence. Are you off your joy, Pro? I mean. You too. Wird auch ihre Medikamente nicht genommen. Ja, deshalb ist er wahrscheinlich weg. Auf und davon. Das war da gerade eben Take. Was kann ich taken? Vergammelt. You're not coming back, are you, Prue? But where did you go? Hatte da wohl irgendwie Fernweh, ne? Mhm. Setze mich jetzt zum Spaß, damit ihr es nicht zum dritten Mal seht, nicht nochmal an diesen Redaktor. Tompkins. Oh oh. Holy shit. Okay. Oh fuck. Wieso ist der Typ auch so groß? Der viel größer als der andere. Das ist weird. Wenn ich oder Dani irgendwie beim Begegnen. Jetzt geben wir die CPU. They seem to be a bit behind in our work, now that you mention it. Ja, ein bisschen. Ich glaube, das sehen die Leute auf Joy auch gar nicht, dass das alles so viel Shit rumliegt. So, oder das wirkt für sie nicht sonderlich unordentlich oder als wäre da irgendwas nicht. Ja. Nicht okay. Wir können jetzt nicht, ich kann das nicht irgendwie nachträglich jetzt noch nehmen, ne? Nee, erstmal nicht. Du kannst später im laufenden Spiel kannst du Joy nehmen und dann ändert sich auch die Welt ein bisschen. Im Anfangsgebiet nicht so, aber das hier irgendwie dieser Dr. Jack, von dem haben sie irgendwie über 70 Aufnahmen oder so haben sie gemacht, das ganze Spiel, der erzählt einem quasi immer so, wie die Welt sein soll, sich verhalten soll und so ein Zeug. Das ist geil. Passiert halt nichts mehr mit, ne? Ja. Also, gut, dass wir fleißig waren. Out for man. There you are. You nearly missed the pinata. It's the most adorable Spanish custom. Uncle Jack did a whole show about it. Genau, Uncle Jack, so heißt er. Smash it until all the candy comes out. Oh, ich hab ein ganz mieses Gefühl. Come on, hit it, hit it, hit it. Give it a whack. Hit it. Go on, give it a big old whack. What are you waiting for? Oh, fuck it. Vor allem die essen das. You are off your joy. Take one of mine. Oh my lord. He's a downer. Call security. Oh. We've got a downer.
Die sind gar nicht so drauf. Nee, guck mal da. Springen. Probably a bad time to ask for that raise. Crouchen. Ah! Holy moly. Das hat sich jetzt aber alles von selbst gespielt. Ja, gar nichts dieser letzte Abschnitt spielt sich von alleine. Das wirkt noch wie so ein Platzhalter, oder? Als ob man das vielleicht später richtig spielen kann? Ich glaube das nicht. Das ist, glaube ich, schon fertig. Der Sprung jetzt ist noch ein bisschen merkwürdig, weil du wachst jetzt, also als würde da jetzt noch ein Stück Story fehlen. Okay. Was jetzt kommt. Der Tipp hat ja gerade eben schon hingewiesen, dass es auch ein richtiges Kampfsystem irgendwie gibt. Mal an. London Bridge has fallen down, fallen down, fallen down. London Bridge has fallen Good down. Christ! I can't believe I'm still alive. More or less. What's going on? Ow! In the village of Hamden. Feels like I lost an argument with a train. Chatting and I can't go back. And laughing, of course. I've got to get out of and here. Lunch and dinner and work, 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 work. Ja, das ist halt. So ein bisschen komisch. Ja. Man weiß halt nicht, wie man da jetzt gelandet ist, ne? Also. Also das ist, wirkt schon sehr Bioshockig alles. Mhm. Ach, hup. Die Dinger sind halt jetzt noch nicht untertitelt. Also nicht, die kommen, da nicht die Untertitelung kommt. Ja. Das ist mein Inventar. Genau. Was ich gerade sehr spannend finde, ist, ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie das Spiel an sich funktioniert. Gerade eben. Ja. Ist noch diese Magie davon. Ich sag mal nix. Ja, ist noch die Magie davon. It's Mrs. Stokes. I can't believe I'm doing this. Sie hat nichts dabei. Kann sie auch hinhocken. You're thirsty. Bitter Dankeschöns. Sie erinnert sich an lauter schlimme Dinge. War so jung. Practicing her bitter Dankeschöns. Ich glaube, da ist noch ein zweites, oder? Ja, was ist denn ein bitter Dankeschön? Jetzt wird es erweitert unten. Ja. Ach so, okay. Also sie plant irgendwie vom Festland, also wahrscheinlich von England runter, genau, nach Europa irgendwie zu fliegen. Aber sie haben ja Nahrungsmittel getauscht mit denen. Ja, es geht irgendwie um Fluchtweg. Okay. Oh, weit ist er nicht gekommen. Nee. Such mal noch den Dings, den na, den Stuhl. Ich glaube da. Oh. And it looks like she's gone off her rocker. Der Stuhl ist leer. Da ist nichts drin. Dispose of. Ach, das geht auch. Das ist ja lustig. Das haben wir zum Beispiel nicht. Ja, erstmal die Leichen aufräumen. Kann man den jetzt hin? So tut man. Wüsste ich jetzt auch nicht direkt. So, ein kleiner Test. Wenn du jetzt wüsstest, wo eine Leiche hin tut, hätte ich dich nämlich melden müssen. Weiß nicht, muss man die einfach nur rauslegen? Aber hier ist ja, also ich hätte sonst gesagt, irgendwie ins Feuer oder so. Aber ist ja auch nicht. Haben wir schon alle Sachen durchsucht? Du kannst im Inventar auch Sachen craften. Zum Beispiel ein Lockpick craften. Oh. Oh. Da stehst du also unter Dispose. Ja, wie macht man denn das? Das Dings, das die Backtaste drücken. Ja. Und dann kannst du oben durch die mit den Schultertasten, beziehungsweise mit den Triggern durch die unterschiedlichen. Ein Lockpick, da habe ich nichts. Also ich kann mir jetzt einen. Ein Lockpick und damit kannst du einen Schrank aufmachen.
Noch irgendwas, was man den Safe noch, ne? Jetzt werden wir hier eine Bandage craften. Den hier. Ja. Das ist ja meine. Ach nee, das ist deine Ablage, ja, genau. Stimmt. Nee, dann ist okay. Open Maintenance Door. Broken. I seem to have done a lovely job of breaking this door. I suppose I won't be getting out that way. Ah, die Leiter. Versuch sie doch mal mitzunehmen. Sieht auch gar nicht komisch aus. Ich wollte gerade sagen, es ist so eine immer Ärger mit Bernie-Nummer. Schau mal, jetzt bist du schon auffällig. Jetzt nicht mehr. Ach, schau mal, hast du geschafft. Ja. Tada! Was habe ich jetzt dafür gekriegt? Das weiß ich nicht. Jetzt habe ich hier eine Tageszeit auch. Ja, ich nehme mal an, ich darf nicht zu nah an irgendwelche Ordnungshüter oder sowas ran. Ja, aber hier in diesem Startgebiet gibt es noch gar keine Ordnungshüter. Hier gibt es nur diese Typen. Das ist mein Haus, right there. You can see it. Come on, we're old friends, aren't we? Know you from the pub, don't I? Abgeranzt, die alle aussehen. Das sind jetzt hier auch Leute, die nicht die Drogen nehmen, ne? Also. Also das ist auch der Stadtbezirk ist jetzt hier. Ist ja so ein richtiger, so ein ausgestoßener Bezirk. Was ist denn eine Neximit-Pill? Ich glaube, das ist eine von den... Nee, Joy... ich glaube, es gibt unterschiedliche Pillen und die geben aber am Ende alle Joy. Sollen wir ins Menü gucken? Schau mal, ob du da irgendwo diese Pille hast. Know you from the pub, don't I? Hier. Ah, das Heilmittel, ist aber ich kann ihm das mal, ich gebe ihm das mal. Hier. I want you to have this. Thank you. Thank you. Er hat eine Feder dafür bekommen. Where do they bury them? I'll ask you that. You never see them burying them. Too many penguins. Just lots of penguins. That's my house right everywhere. There. You can see it from here. The center cannot hold. Mere anarchy is loosed upon the world. What happened to the gardens? Die Figuren, also das, was er so sagt und so, das ist halt auch alles zufällig, ne? Zumindest nicht mit diesen zufälligen Begegnungen gibt es keine feststehenden Dialoge. Sind in die Stadtbezirke? Ist da irgendwas prozedural zufällig generiert? Oder ja, ist es alles. Ah, okay. Der Aufbau des Stadtbezirks ist zufällig erstellt, aber es gibt dann immer wieder, man merkt es auch nach einer Weile, dass das alles so quasi quadratisch gesetzte Stücke sind. Und da ist jetzt zum Beispiel, da siehst du schon im Hintergrund, schau mal, geh mal ein Stück zur Seite, da siehst du schon so ein bisschen was Besonderes. Das ist dann quasi so ein Gebiet, was irgendwo hingesetzt wird und das ist dann im gewissen Rahmen so eine Art Questgebiet. Oder da gibt es vielleicht eine Aufgabe. Also man sieht schon, dass das quasi anders ist als jetzt irgendwie die anderen Umgebungen. Wild Picnic Encounter. Das könnte ein Kampf-Encounter sein. Ah ne, okay, jetzt musst du hier das Ding absenken, damit du da rankommst. Ist genau. Das ist so ein Ding, oder? Au. Tür zu. Oh. Oh. Your fee meat. Drück mal die rechte Schultertaste. Dann. Ah. Hit him with a pointy end. Wo hab ich denn das her? Was hat es im Inventar? Kennt sich aus. Die gehen aber kaputt. Wieso wollen die mir denn Böses? Das ist eine Falle von denen gewesen. Ich glaube, du kannst dich auch verteidigen mit einem rechten. Genau. Rechten Trigger. Einer steht da noch. Vorsicht, hinter dir. Da ist noch einer. Da. Der. Ich habe Angst. Von hinten kann man, glaube ich, einen Takedown machen. Ah, ich glaube, da. Do we really have to do this? Genau. Ja, lief doch gut. Oh. Steck mal deine Waffe wieder weg. Ah, okay. Das ist ja. Guck mal an. Das ist ja irre. Lief doch ganz gut. Darfst halt auch nicht sterben, ne? Also. Also ist es Permadeath? Das ist Permadeath. Also es gibt aber diese Second Wind Option. Das heißt, du hast dann noch einmal, kommst du dann noch hoch. Ja. Ein paar Minuten später und dann kannst du dich zurückziehen.
Und wenn du dann aber nochmal stürzt, dann ist es quasi vorbei. Und dann ist ja auch wirklich, also das gilt fürs ganze Spiel. Oh. So ein und Durchlauf, der kann irgendwie wo so zu irgendwas zwischen 3 und 5 Stunden dauern. Okay. So, jetzt warte mal, jetzt kann ich doch hier noch einen Lockpick craften, so. So aufmachen. Und je nachdem, nee, das ist nur, dass du erwischt werden könntest, glaube ich. Genau, machst was Verdächtiges. Ach, guck mal, gibt's Geld. Die Währung, okay. Und die, und je nachdem, was du anhast, kommt es auch ein bisschen in den Gebieten, reagieren die Figuren anders. Also ich glaube, jetzt hast du einen zerrissenen Anzug an. Das finden die jetzt hier gar nicht merkwürdig. War da Essen gerade? Ja, aber es ist alles rotten. Okay, mehr kriegst du eine Vergiftung von diesem Blöd. Also es ist zwar, also es gibt jetzt zwar tatsächlich wieder Power, aber die Chance besteht ja, dass du dich vergiftest. Okay, er sagt, die Nacht kommt, scheiße, was passiert? Angeblich nachts? Laufen nachts Wachen rum, aber ich habe noch keine gesehen. Angeblich laufen die Bobbys rum. Okay. Danger of Mines. Also ich hätte jetzt zum Beispiel, wenn man von diesem Anfang hätte ich nie darauf geschlossen, dass das hier so jetzt mit Survival-Gameplay und so ist und dass das prozedural generiert ist, weil es halt doch alles nach gebaute Story-Erfahrung, die man linear abarbeitet, aussah. Nee, ist tatsächlich ein bisschen anders. Das, wie gesagt, es gibt dann Story-Elemente noch, die sind aber halt noch nicht drin. Feld. Ja, aber das siehst du, das ist jetzt hier noch nicht, da sind dann so so Seile gespannt. Hallo. Weil auch so Stolperdraht-Dinge. Ja, genau. Mal Entdeckung. Mine, all mine was added to your journal. Dig all the hidden caches. Jetzt brauchst du halt eigentlich erstmal eine Schaufel. Na, da muss man halt ein bisschen die Zähne zusammenbeißen, dann geht das auch mit den Händen. Dann so wie man das aus den Trailern kennt, so mit diesen Städten, die dann so ein bisschen eher normaler aussehen, das kommt, glaube ich, erst später. Also dieses Anfangsgebiet ist halt jetzt tatsächlich so ein runtergefallenes Zeug. Ja, runtergekommenes Zeug. Onkel Jack erzählt uns eine gute Nachtgeschichte. Das ist ein Gedraht, oder? Ja, so reingelaufen. Oh. Manipulieren? Ging das nicht. Oh. Gut. Oh, jetzt. I've always liked you, actually. Läuft das Spiel nicht weiter, während ich das... Ja. Was gibt mir denn Leben dazu? Dann, dass du erst craften musst. Ich habe mir eine Bandage gemacht. Wo ist sie denn? Aber ich weiß nicht, ob die Bandage tatsächlich Leben gibt oder ob die Blutung stoppt. Hey, man. Getting in is bleeding out, right? Blut dich aus? Nee, sonst hättest du eine andere Anzeige dafür. Jetzt warte mal, schauen wir nochmal hier. Karotte, was macht das hier? Contains no joy. Aber du bist durstig, du könntest also was trinken. Luis, du hast was gebracht. Aber irgendwo rennen da noch welche rum und jagen die Minen hoch. Aber ich glaube, du hast nichts, Mushroom, oder? Battle Bits. Tabletten, aber die machen nichts bei der Gesundheit. Bandage. Ich hab Bandage. Ja, aber es ist halt nur, wenn du, ach, schau mal, das kannst du gleich benutzen. Okay. Ach, hier, Health. Genau eins. Ist hier noch Jerky. Okay, ist das weg? Was ist hier drin? Filtert trinken, Water. Trinken kann man immer mal wieder an, auch so an Wasserpumpen, die stehen immer mal so in der Gegend rum. Rock. Rock Lobster? Enhanced Rock.
jetzt verfügbar. Also man kann... Kann ich aber nicht deaktivieren. Das muss jetzt so aus. Aber kann ich denn? Warte, ich kann doch schon was schmeißen. Kannst du einfach unten durchkriechen oder rüberspringen, ne? Ach so. Ich will jetzt mal kurz, ob ich das schmeißen kann. Crazy Quip. Stuff. Aber werfen tust du sie damit den Schultertasten. Warte, schau mal, die sind jetzt... Ach genau, dann holst du sie raus. Ah ja, super, das geht. Vorsicht, da ist noch eins. Na toll. Wie gesagt, du kannst rüberspringen, ne? So, jetzt sammeln wir erstmal den hier ein. Kann ich den Leute werfen? Probier mal. Man muss immer alles erstmal ausprobieren. Drop. Vielleicht kannst du von hier oben runterwerfen, die Etage. Aber der Obwohl, es sah schon so aus, als würde er ihn ein bisschen werfen, ne? Wie heißt dieser Film mit Daniel Radcliffe, dieser Swiss Army Man? Der jetzt noch verhältnismäßig neu war vom letzten Jahr, dieser Film. Weiß ich nicht genau. Ist der doch in diesem Jahr schon? Stellen wir uns mal hier hin. Das haut dich weg. Das haut dich weg, du hast keine Medikamente mehr. Garantiert. Also, nur vertraue ihm nur so weit, wie du ihn werfen kannst. Maybe in hell they just don't let you sleep. Let her do it. Na, guck mal. Kann ich da unten durch oder sprengt's mich dann? Na, da müsstest du halt buddeln, ne? Brauchst eine Schaufel. Aber ich will ja nichts gesagt haben vorher. Als ich sagte, wir brauchen eine Schaufel. Aber kann ich denn unter dem Ding durchgehen? Ja, du kannst durch, ja, ja. Und unter den kleinen kannst du rüber. Warte, weißt du, hier war doch irgendwas mit dem Arm. Zurück. Claptrap Tool. Oder was stand da? Clever Trap Tool? Ja, haben wir nicht, oder? Wir haben ja nichts. Nöffen! Ich glaube, hier kannst du eh nichts machen, weil du hast die Schaufel nicht, ne? Du bräuchtest die Schaufel. Wie kann ich denn schlafen? Brauchst du ein Bett? Oder ich gehe hier in die TARDIS. Und vor allen Dingen, du darfst nicht in fremden Betten schlafen, weil dann kommt der Ehemann und dann ist wieder, ne? Ist die alte Geschichte. Meine Jimmy Bar ist kaputt. So geil. The fox is in the hen house, I repeat. Das Lustige ist, ja? Das ist genau das gleiche, was ich jeden Abend mache. Wenn ich so voll verwirrt links und rechts gucken, durch die Straßen laufen, gucken, ob da noch Geld in der Telefonzelle ist und den Briefkasten aufbrechen. Spooky das aussieht. Aber sollen wir mal eine Pause machen? Wir können eine Pause machen, noch sind wir nicht tot, überraschenderweise. Kann ich auf der Parkbank schlafen? Nee, aber kannst dich hinsetzen und ein bisschen lesen. Dann lesen wir hier kurz was über neue Joy-Flavors. Schalten Sie zum nächsten Mal wieder ein, wenn wir uns hoffentlich nicht so doof anstellen. Bis dann. Ciao. Ciao.